Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da sind mir gleich hier in der ersten Stunde zwei junge Musiker zugeschaltet, die Two Lanes, hier ist als Einstimmung Faces. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann, von mir eingangs schon angekündigt, mir jetzt zugeschaltet die Two Lanes. Schönen guten Abend, Leo und Rafa Schmidt. Hi, grüß dich, Olaf. Hi, freut uns, hier sein zu können. Ihr seid Geschwister und euer gemeinsames Duo Two Lanes gibt es noch nicht allzu lange, seit Anfang 2018. Bevor wir etwas tiefer in die Materie eintauchen und vorrangig auch Musik eurer neuen EP Reflection spielen werden, aus der auch der eingangs gehörte Titel Faces stammte, ein paar
biografische Angaben von euch, was eure musikalische Vita betrifft. Ihr habt sicherlich eine klassische Musikausbildung genossen, am Klavier oder auch an anderen Instrumenten. Genau, unser Vater ist Jazzmusiker und deswegen war Musik eigentlich immer so im Haus, als wir aufgewachsen sind. Und wir haben auch alle, also wir haben noch einen dritten Bruder und wir haben eigentlich alle ein Instrument gelernt. Bei mir war es Klavier und ist eigentlich dann auch immer ernster geworden oder ich habe das immer lieber gemacht und habe angefangen viel zu üben und mir viel Musik anzuhören, also klassische Musik. Und deswegen ist es bei mir beim Klavier geblieben, erstmal. Genau, bei mir hat es auch mit klassischem Klavierunterricht begonnen. Ich habe kurzzeitig auch mal Schlagzeug und E-Bass gespielt, habe mich dann aber relativ früh auch in Logic eingearbeitet, im Musikprogramm zum Produzieren und genau, habe so dann irgendwie immer mehr und mehr zur elektronischen Musik gefunden. Genau, also wie Raffi gesagt hat, hat es bei mir dann dazu geführt, dass ich Klavier studiert habe nach der Schule. Und zuerst in Essen an der Folkwang Hochschule und dann habe ich mich spezialisiert auf alte Musik, also Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, dass man dann auf historischen Tasteninstrumenten spielt, so wie Cembalo und Hammerflügel und so weiter. Und dann habe ich noch einen Master in Historical Performance gemacht an der Juilliard School in New York. Und als ich dann wiedergekommen bin, haben Raffi und ich eigentlich angefangen, Musik so Fulltime-mäßig zusammen hier in Berlin zu machen. Wir haben natürlich die Jahre davor viel auch zusammen produziert und ausprobiert, aber hatten immer so den Traum, das einfach mal uns dem so ganz hinzugeben. Und das haben wir dann gemacht. Gerade schon von euch erwähnt, das fügt sich gut. Leo ist eher der klassisch Ausgebildete, geschult an Werken von Bach, Schumann und Debussy und Raphael, der Auskenner in Sachen Elektronik und Musikproduktion. Welche Vision hattet ihr für euer gemeinsames Projekt Two Lanes, wie ihr im Spektrum der elektronischen Musik klingen wollt? Und gab es da andere Musiker, die für euch auf diesem Weg inspirierend waren? Ja, die Vision für Two Lanes war eigentlich, dass wir akustische Klavieraufnahmen mit elektronischen Elementen, Synthesizern verbinden und dass wir dadurch unsere beiden musikalischen Hintergründe zusammenbringen. Leo aus der klassischen Musik und ich aus der elektronischen Welt. Uns hat immer Musik inspiriert, die so einen eigenen Klang hat und dadurch einfach aussagekräftig ist und die man nicht direkt jetzt in so ein Genre einordnen kann, um da so ein paar Namen zu nennen, John Hopkins oder Tourist, Bonobo, Stimming, Chiasmos, das sind so Artists, die wir auf jeden Fall feiern. Für uns spielt das Klavier schon eine zentrale Rolle in unserer Musik. Wir nehmen hier viel Klavier im Studio auf und bearbeiten die Aufnahmen dann wieder, indem wir die zum Beispiel durch ein analoges Hallgerät schicken oder die vermischen mit Klängen aus analogen Synthesizern oder Modular-Synthesizern und zerlegen diese Aufnahmen dann wiederum in so kleine Samples, bis man dann was hat, was so eine gewisse Magie hat und wo man Lust hat, weiter mitzuarbeiten, was einen irgendwie inspiriert. Und darauf bauen wir dann meistens die Tracks auf. Bevor wir uns weiter unterhalten, wie ihr gemeinsam Musik kreiert und die dann auch live umsetzt, habe ich das Titelstück eurer neuen EP Reflections aufliegen. Gibt es zu diesem Stück eine spezielle Making-of-Geschichte und warum habt ihr den Namen Reflections gewählt? Reflexion einer gewissen musikalischen Schaffensphase? Ja, wir haben uns zu dem Zeitpunkt gerade einen neuen Synthesizer fürs Studio geholt, den Juno 60, und haben dann viel mit dem Sound experimentiert, viele Sachen aufgenommen, bis wir dann eine Idee hatten, die uns beiden sehr gut gefallen hat.
Und ja, das wurde dann so das Main Element des Tracks Reflections. Genau, und Reflections zu dem Titel, das war eigentlich so gedacht, dass diese Reflections EP so ein Teil 2 wird und der Teil 1 war die Lights EP. Also quasi Lights war dann, sag ich mal, dieses direkte Licht und Reflections dann das, was davon sozusagen abstrahlt. Und Reflections finden wir irgendwie einen guten Titel beim Musikmachen, weil es ist ja so, dass man irgendwie ins Studio geht und dann probiert man rum und dann sind es so Zufälle manchmal, die einen auf gute Ideen bringen und an denen man weiter baut und die vielleicht auch dann so einen ganzen EP-Sound prägen. Und das ist jetzt, sind dann so Sachen, wenn man zurückblickt, was hat einen inspiriert, kann man das gar nicht direkt sagen. Also man sieht jetzt nicht irgendwie ein Naturspektakel und sagt, ach, das möchte ich in Musik umwandeln. Also das wäre ein bisschen zu direkt, sage ich mal. Aber wenn man sich dann so Tracks anhört, die man in einer bestimmten Zeit gemacht hat, dann denkt man schon immer direkt, wo war ich da, was war mir da wichtig, mit wem war ich da zusammen. Und all diese Dinge haben dann schon auch einen Einfluss auf die Musik und das sind alles irgendwie dann Reflections, also irgendwas strahlt da ab und irgendwelche Reflexionen, die man hat. Ja, das ist die Eindrücke, die dann doch in die Musik irgendwo einfließen oder die man in Retrospektive sich dann wieder erfährt, wenn man die Musik dann wieder hört. Thank you.
Mikrofonbeats. Die Radio 1 Elektrobeats und da sind wir in der ersten Stunde die Two Lanes zugeschaltet, die Brüder Leo und Rafa Schmidt. Zuletzt gehört aus der aktuellen EP Reflections das Titelstück und Another Time featuring Quasi. Wer ist das und warum die Entscheidung, dieses Stück bleibt nicht instrumental? Quasi ist ein Sänger aus Los Angeles, den wir mal auf einem Writing Trip dort kennengelernt haben.
Und er war auch schon öfters in Berlin und hat sich so eine richtige Freundschaft daraus entwickelt. Und genau, aus einer dieser Sessions ist dann der Another Time Vocal entstanden, den wir alle so gut fanden, dass wir uns entschlossen haben, da einen vollen Vocal Track rauszumachen, obwohl wir ja normalerweise nur mit so Vocal Snippets oder Samples arbeiten. Ja, es war so, dass wir Samples aus Another Time schon mal in einem älteren Track verwendet haben. Never Enough hieß der, der war auf der Lights EP. Und allgemein ist es so, wenn man mit einem ganzen Vocal arbeitet, dass dann der Fokus natürlicherweise auf der Stimme liegt und dass manchmal das Instrumental so ein bisschen eingedeckt ist. Und da wir eher so Instrumentals produzieren mit Vocal Samples, sind wir da manchmal ein bisschen vorsichtig, jetzt einen ganzen Song in den Track zu nehmen. Mit Quasis Stimme haben wir aber immer das Gefühl, dass sich das so gut mischt mit dem instrumentalen Teil, dass wir finden, dass das Ergebnis immer sehr stimmig ist. Ihr habt schon erwähnt, wie der Kreativprozess bei euch so vonstatten geht. Ihr habt ein sehr gut ausgestattetes Studio. Gibt es so ein gewisses Prozedere, wie ihr neue Stücke in Angriff nehmt? Startpunkt ist sicherlich das Piano und dazu kommen dann aber viele elektronische Sounds, Loops und ihr arbeitet, wie ihr auch schon erwähnt habt, mit einem Modularsystem. In der Kurzfassung, wie kreiert ihr neue Stücke? Ich würde schon sagen, dass wir meistens mit einem melodischen Element anfangen, dass wir zum Beispiel eine Idee auf einem Synthesizer oder auf dem Klavier haben, diese Idee dann aufnehmen und dann später ein Projekt darum herumbauen und sich so dann der ganze Track daraus entwickelt. Was steht in eurem Studio und was nehmt ihr davon auch mit auf Tournee, wenn ihr Konzerte gebt? Also hier im Studio haben wir ein Förster-Klavier und wir haben noch zu Hause in der Wohnung auch noch ein Klavier, wo wir drauf aufnehmen. Und ansonsten haben wir so ja die klassischen Synthesizer, also Moog, Little Fatty, zwei Dave Smith Synthesizer. Dann haben wir den Roland Juno 60 und noch Modular-Synthesizer, also da gibt es diesen Moog, DFAM, den wir viel für Drums benutzen und ansonsten im Modular-System, das nutzen wir eigentlich gerade eher für perkussive Elemente oder manchmal kleine melodische Fragmente, da haben wir so ein paar Resonator-Module, wo wir dann manchmal einen Arpeggiator durchschicken oder Mutable Instruments, so Sachen, die man jetzt gerne einfach für was Perkussives noch nimmt und man kann einfach live viel dran rumspielen, was Spaß macht. Also wir haben allgemein eigentlich mehr und mehr dazu gefunden, einfach Audiospuren zu tracken. Also wir benutzen jetzt nicht so viele Software-Synthesizer. Hat uns das mehr gegeben, einfach Audio aufzunehmen und sich dadurch auch ein bisschen festzulegen und zu sagen, okay, das ist das Material und das manipuliert man. Und dass man sich auch ein bisschen zwingt, so wenn man Synthesizer aufnimmt, da auch so ran rum zu tweaken, dass man das auch, dass das auch das letztendliche finale Ergebnis sein könnte und dass man sich jedes Mal halt dem hingibt und da das meiste rausholt. Ansonsten haben wir noch ein paar analoge Hallgeräte und Tape-Echos und dann arbeiten wir auch viel mit analogen EQs und Kompressoren und Röhrensaturation und haben da so ein Rack, wo wir dann Signale entweder direkt durch aufnehmen oder dann nochmal so Reamping-mäßig
nochmal durchschicken. Ich hatte im letzten Jahr hier bei mir in der Elektrobeat-Sendung auch Christian Löffler zu Gast und er sprach von einem spannenden Erik Satie-Remix-Projekt für die Deutsche Grammophon. Daran seid ihr ebenfalls beteiligt. Erzählt doch bitte mal, wie es dazu kam, welches Stück ihr reworked bzw. neu eingespielt habt und wisst ihr, wer außer euch und Christian Löffler noch beteiligt ist? Dazu hat uns der Marc Fritsch von der Deutschen Grammophon letztes Jahr angeschrieben und uns die Reihe Fragments vorgestellt. Bei der geht es darum, dass elektronische Artists die Musik von Komponisten aus der Vergangenheit remixen oder überarbeiten und dadurch ins Hier und Jetzt holen. Und dieses Projekt sollte mit Erik Satie's Musik eröffnet werden. Wir konnten uns da ein Stück von Satie aussuchen. Man kennt ja so die Gnossiennen und Gymnopädien von Satie, aber wir haben uns dann einfach nochmal ein paar andere Klavierstücke von ihm angehört und sind dann auf ein Stück gestoßen aus der Reihe Pièce Froide, was sich gut geeignet hat, weil da drin die Akkorde arpeggiert vorkommen und wir konnten das eigentlich gut so in unsere musikalische Welt einbetten. Wir hatten dann die Möglichkeit, entweder vorhandene Aufnahmen von der Grammophon zu remixen oder eigene Aufnahmen zu erstellen und wir haben uns dann dafür entschieden, hier im Studio einfach nochmal Teile aus dem Stück selber einzuspielen und die dann wiederum zu samplen. Und das Ganze soll dieses Jahr auch physisch bei der Grammophon erscheinen. Und andere Artists sind, wie gesagt, Christian Löffler, Kit Francescoli, Sascha Brämer, Grand Brothers und noch ein paar andere. Wir hören gleich das Two Lanes Satie Rework. Das Ganze erscheint ja auch in diesem Jahr physisch. Habt ihr Kenntnis, wann das genau erscheint? Und vielleicht moderiert ihr das Satie-Stück selbst an, das ist etwas schwierig auszusprechen. Das genaue Datum wissen wir nicht, können uns aber vorstellen, dass das dieses Jahr noch erscheinen wird. Und das Stück, was wir überarbeitet haben, ist aus der Reihe Pièce Froide. Und heißt Danse du Travers Passé.
Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. I keep going back.
Satie im Rework der Two Lanes und Rolling Back aus der neuen Reflections EP im Monkey Safari Remix. Die Brüder Leo und Rafa Schmidt, die Two Lanes Masterminds, sind mir in dieser ersten Elektrobeat-Stunde zum Interview zugeschaltet. Ihr habt Remixe kreiert. Und es gibt auch Remixe eurer Musik durch andere. Da sind dieser Tage erst neue erschienen. Wie läuft das so in der Regel? Sprecht ihr eure Lieblingsmusiker an? Läuft das übers Management oder seid ihr mit denen befreundet? Genau, bei den letzten Remixen zur Reflections EP war es tatsächlich so, dass wir die meisten Künstler persönlich kannten. Dann kann man denen natürlich eine kurze Nachricht schreiben und fragen, ob sie Lust hätten, einen bestimmten Track der EP zu remixen. Wenn man jemanden nicht kennt, dann geht es meistens schon übers Management. Aber ja, meistens ist es schon das Coolste, irgendwie direkt einen Artist anzuschreiben und im direkten Austausch mit dem zu sein. Meistens ist es ja auch so, dass man sich auf Instagram folgt und dann kann man den Artist dort auch eine Nachricht direkt schicken und einfach mal fragen, ob die darauf Lust hätten. Auf Rolling Back ist die Stimme von Panama zu hören. Klärt die Hörerinnen, Hörer und mich doch mal auf, wer Panama ist und wie es zur Idee kam, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, Panama ist ein australischer Sänger und Songwriter, den wir echt schon seit längerer Zeit verfolgen. Der hat damals auf Future Classics die Always EP released und die haben wir echt rauf und runter gehört und wollten irgendwie immer was zusammen mit ihm machen. Und dann haben wir ihm letztes Jahr ein paar Instrumentals geschickt und daraus hat sich dann dieser Track Rolling Back entwickelt. Ja, mit Panama war das eigentlich die erste Kollaboration, die wir komplett so online durch Stems hin und her schicken gemacht haben. Sonst haben wir das eigentlich lieber, wenn man mit dem Sänger in einem Raum zusammen ist und den Song dann im Studio zusammen erarbeitet, also sowohl Melodien als auch Lyrics. Und man kann sich halt schneller austauschen, man kann mal was auf dem Klavier vorspielen. Und das macht letztendlich schon einen großen Unterschied. Wir sehen das auch nicht so, dass das Instrumental jetzt so ein starres Gebilde ist und dann singt der Sänger da was drauf und dann pappt man das am Ende zusammen, sondern wir versuchen immer die Stimme so instrumental wie möglich klingen zu lassen und auch in das Instrumental so gut wie möglich zu integrieren durch Delay-Effekte und da hat man natürlich andere Möglichkeiten, diese Details auszuarbeiten, wenn man dann zusammen im Studio ist. Nun war es halt so, dass damals gerade Corona anfing und wir hier in Berlin waren und Panama halt in Australien lebt und wir wussten nicht, wann Reisen wieder möglich ist. Deswegen haben wir zu der Zeit auch so Online-Sessions gemacht, unter anderem mit ihm und das hat dann super funktioniert. Es war auch nicht so, dass er nur die Vocals drauf geschrieben hat und uns die geschickt hat, sondern er hat auch Gitarren eingespielt und auch noch eigene Ideen in die Produktion mit eingebracht, sodass es dann wirklich am Ende eine Kollaboration zwischen uns war. Eure aktuelle EP heißt Reflections, die enthält 7 Stücke. Dann gab es davor noch eine weitere EP. Gibt es noch weitere Veröffentlichungen von euch? Ja, wir sind gerade dabei, an unserem ersten Album zu arbeiten. Bisher hatten wir immer EP-Releases oder Singles. Und dafür sammeln wir gerade ganz viele neue Ideen hier in unserem Studio. Und der Plan ist dann, Mitte des Jahres anzufangen, die ersten Singles des Albums zu releasen. Letzten Sommer sind wir nach Warschau gefahren, um dort beim polnischen Radio unser Live-Set aufzunehmen. Also es wurde von einem Videoteam gefilmt und das haben wir jetzt auf unserem YouTube-Channel veröffentlicht. Und in dem Live-Set sind auch einige neue Tracks drin, die eine Idee vermitteln, wohin das Ganze musikalisch hingehen soll, soundmäßig mit dem Album. Und eben hast du ja auch gefragt, wie das Ganze auf der Bühne aussieht. Also unser Live-Set haben wir letztes Jahr entwickelt und
Ich spiele Klavier, entweder auf einem echten Klavier oder auf einem Stage-Piano und habe noch ein Delay-Pedal, mit dem ich den Klang noch interessanter machen kann. Und daneben habe ich noch ein Prophet 6, auf dem spiele ich meistens Klangflächen über die Tracks oder noch ein paar Arpeggiators. Ich habe live eine Analog Rhythm Drum Machine, mit der ich Beat-Elemente einspielen und bearbeiten kann. Und zusätzlich noch ein paar MIDI-Controller, mit denen ich in Ableton dann zusätzlich noch Effekte und Arrangement bearbeiten kann. Genau, das ist jetzt so unser Ausgangspunkt und von hier aus wollen wir das dann immer weiterentwickeln. Die nächsten beiden Stücke, die ich aus der aktuellen Two Lanes EP aufliegen habe, sind das Original von Rolling Back und zuvor hören wir Remembering the Future.
mir in der ersten Radio 1 Elektroid-Stunde zum Interview zugeschaltet. Raffa und Leo Schmidt, zusammen sind sie die Two Lanes. Zuletzt gehört aus ihrer aktuellen EP Reflections, Remembering the Future und Rolling Back. Eigentlich wärt ihr jetzt auf Amerika-Tournee. Die ist auf den Herbst verschoben. Welche Station hat es da gegeben? Und wie kam es generell zu dieser Einladung? Ihr hättet ja da supported Bank. Ja, Bank ist ein australischer Artist. Und wir wurden von seinem Management gefragt, ob wir mit ihm auf Tour gehen wollen. Wir hätten dann in San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle und noch in ein paar anderen Städten mit ihm gespielt. Nun ist es leider so gekommen, dass in seiner Tour-Crew es zu Corona-Erkrankungen gekommen ist und deswegen wurde die Tour jetzt auf den Herbst verschoben. Mir in der ersten Elektrobeats-Stunde zum Interview zugeschaltet waren Leo und Raff Schmidt von den Two Lanes. Bedanke mich sehr fürs Interview, wünsche viel Erfolg und Spaß für eure nächsten Veröffentlichungen und hoffe, dass eure Tournee dann im Herbst fortgesetzt werden kann. Und wir hören jetzt noch Transcend. Danke fürs Gespräch. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde und los geht's mit The Trip aus dem zweiten Digital 21 Stefan All-Star Album Complex. Aus dem Album Complex von Digital 21 und Stefan Allstar. Wem der Name bekannt vorkommt, das ist der Bassist der Gruppe Placebo. Hier lebt er allerdings gemeinsam mit Digital 21 seine
Begeisterung für elektronische Musik aus. Complex ist bereits das zweite gemeinsame Album. Neben Allstar und Digital 21 wirkten bei den Aufnahmen und auch live ein Streichquartett und diesmal auch diverse Vokalistinnen mit. Weitere Titel folgen im Verlaufe dieser Stunde. Damit herzlich willkommen und viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Für Anfang März hat der Produzent, Musiker, Buchautor und Ökologe Dominik Eulberg ein neues Album angekündigt. Das heißt, Avichrom sollte eigentlich schon Ende vergangenen Jahres erscheinen, aber die Presswerkkapazitäten erlaubten das leider nicht. So erscheint das Triple-Vinyl Avichrom jetzt am 4. März und zwei Tage später wird er dann auch hier bei mir in der Sendung zu Gast sein. Hier ist eine Vorab-Auskopplung der Schwarzwaldtaucher. Thank you.
Musik aus dem Dominik Olberg-Album Avichrom, das erscheint Anfang März, und dann freue ich mich, ihn hier auch als meinen Studiogast begrüßen zu können. Danach gehört A Winged Victory for the Sullen mit ihrem Beitrag Beethoven 250 aus dem von Coldcard kuratierten großartigen Doppelalbum At Zero, Untertitel A Compilation of Ambient Music for Positive Mental Heals. Das erklärt schon einiges. Diese Veröffentlichung kurz vor Jahreswechsel auf Ninja Tune enthält durchweg bis auf eine Ausnahme exklusive aktuelle Aufnahmen von 2021. Und da sind so hochkarätige Leute vertreten wie Ryuichi Sakamoto, Sigurus, Susan Jani, Future Sound of Lan, Ski Mask, Helena Hauf, die ich als nächstes aufliegen habe, und Coldcard selbst. Matt Black, die eine Hälfte von Coldcard, erklärte zu dieser Compilation: At Zero bezieht sich auf den Grenzzustand, den ich oft erlebt habe, als meine mentale und emotionale Stabilität nicht 100% fest war und ich mich wie auf einer Nullachse fühlte, kurz vor dem Absturz in die Depression oder seltener in die Manie. Ich fand heraus, dass Ambient-Musik, die keine psychischen Anforderungen stellt, oft einen gewissen Raum öffnete und mit ihrer sanften Faszination die Energie subtil anhob, was dazu beitrug, diese Abwärtsspirale zu vermeiden und langsam nach oben und aus dem Dilemma heraus zu navigieren. At Zero ist ein Balanceakt. Zitat Ende. Matt Black von Coldcard, der gemeinsam mit seinem Partner Jonathan Moore diese großartige Compilation kuratiert hat. Ein unbedingter Tipp für Freunde von Ambient Sounds. Hier ist Helena Hauf mit ihrem Beitrag und Talessa. Thank you.
Elektrobeats. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das war zunächst Musik von Helena Hauff mit ihrem Beitrag zu der von Cold Cut kuratierten Ambient Compilation At Zero, gefolgt von dem Stück Bright aus dem zweiten Digital 21 Stefan Olster Album Complex. Und da war die Stimme von Katrina Moggesen zu hören. Am 21. Januar ist ein neues Album von Michael Rother unter dem Titel As Long as the Light erschienen. Eingespielt und realisiert hat er es gemeinsam mit seiner Partnerin, der italienischen Musikerin Vittoria Macabruni. Hier ist aus einem Album Edgy Smiles, gefolgt von Arca.
Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. Michael Rother hat gemeinsam mit der Italienerin Vittoria Macabruni ein Album eingespielt. Und das ist jetzt Ende Januar unter dem Titel As Long As The Light erschienen. Daraus gehört Edgy Smiles. Wenn alles wie geplant abläuft, ist mir Michael Rother in einer der nächsten Elektrobeats-Sendungen aus Pisa zugeschaltet und wir werden gemeinsam dieses neue Album vorstellen. Danach gehört Intimate Flash von Arca, eine der wohl momentan spannendsten und experimentierfreudigsten Elektronikproduzentinnen, die in der Vergangenheit auch schon mit FKA Twigs, Kanye West oder Björk zusammengearbeitet hat. Momentan gibt es eine wahre Veröffentlichungsflut in ihrer Kick-Eye-Reihe und da ist man auch schon bis Volume 4 fortgeschritten. Einige dieser Alben sind bislang aber nur als Download erschienen.
Michael Hönig ist Anfang Januar 70 Jahre alt geworden. Er hat eine lange, spannende Vita als Musiker mit den Stationen Agitation Free, danach Zusammenarbeit mit Klaus Schulze und Tangerine Dream. 1978 erschien sein Solo-Debüt Departure from the Northern Wasteland. 1980 übersiedelte Michael Hönig in die USA und war in den Folgejahren als musikalischer Direktor an vielen großen Filmprojekten beteiligt, wie Koya Anaskatsi oder The Hotspot. Größtenteils auf dem Synth-Klavier eingespielt, veröffentlichte Michael Hönig 1987 das Album Except One. Daraus hören wir gleich Scatter 3 nachträglich. Herzlichen Glückwunsch, Michael Hönig, zum 70. Zuvor aber eine kurze Sequenz aus dem Philip Glass Soundtrack-Album Koya Anaskatsi. Und da war Michael Hönig der musikalische Direktor. Yeah.
36 Jahre elektronische Musik im Radio. Mit Olaf Zimmermann. Radio 1 Elektrobeats Laufenausgabe 1181. Das war zunächst Musik von Michael Hönig aus Except One und aus Koya Anaskratzi. Erst Anfang Januar 70 Jahre alt geworden. Gefolgt noch einmal von experimentellen Sounds von Arca und da hörten wir Rubberneck. Sebastian Lee Philipp ist ja der Mastermind hinter Die wilde Jagd. Unter diesem Namen sind bisher 3 Alben erschienen. Das Debüt 2015, Urwald Orange 2018 und Haut 2020. Zu deren Vorstellung war er auch immer hier bei mir in der Sendung zu Gast. Die jüngste Veröffentlichung ist jetzt im Januar unter dem Titel Atem erschienen. Und das ist der Konzertmitschnitt ihres Auftritts auf dem Roadburn Festival im April 2021. Neben Sebastian Lee Philipp, Komposition, Organ Pipes, Air Compressor und Electronics standen da auf der Bühne Lee Kun Wong, Cello Gesang und Ran Levari, Percussion Electronics. Hier ist Die wilde Jagd live mit einem Ausschnitt aus Atem.
everything's right. This time over. Zuletzt gehört ein Ausschnitt aus dem neuen Die wilde Jagd-Album Atem und das ist ein Konzertmitschnitt vom Roadburn Festival in den Niederlanden vom vergangenen Jahr, gefolgt noch einmal von Musik aus dem zweiten Digital 21 Stefan Allstar Album Complex. Over ist ein gutes Stichwort. Diese Elektrobeats-Ausgabe neigt sich dem Ende. Verabschieden möchte ich mich mit einem Titel aus der Pop Ambient 2022. Diese Reihe, die traditionell kurz vor Jahreswechsel auf dem Kompaktlabel erscheint und Mutterkorn von Triola, das ist eins der vier Pseudonyme von Jörg Burger. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.